Das letzte Abendmahl mit Fastfood und Chips und Szenen aus dem Paradies auf dem Tablet-PC. Gemeinsam mit dem Limburg-Museum in Venlo rief das Museum Schloss Reit Fotografen aus Belgien, den Niederlanden und dem Rheinland zu einem Wettbewerb auf. Es sollten Fotos zum Thema Religion eingesendet werden. Keine leichte Aufgabe. Diesen Vorgang der Religionsausübung paradigmatisch im Bild zu erfassen, den richtigen Moment zu wählen, indem man auf den Auslöser drückt, um wichtige Teilschritte zu zeigen. Eine Prozession von Anfang bis zum Ende, bis zum Kulminationspunkt, bis eine Monstranz vorbeizieht, da die richtigen Ausschnitte zu wählen, die richtigen Bilder im richtigen Moment zu machen. Das ist die Kunst. Und genau diese Kunst beherrschen viele der Fotografen, die mit ihren Bildern am Wettbewerb teilnahmen. 71 Stück davon wurden schließlich von einer unabhängigen Jury ausgewählt. Diese sind jetzt auf Schloss Reit zu sehen. Das Foto von Martin de Bock hat den ersten Platz belegt. Der Fotograf hat wohl seine eigene Mutter dargestellt, eine alte Frau, die ihre Religion ausübt in einer Form, in der sie einen Hausaltar in einer Küche der 60er Jahre aufgebaut hat, wohl im Andenken an ihren möglicherweise schon verstorbenen Mann. Für die Fotografen der besten drei Bilder gab es ein kleines Preisgeld. Doch nicht nur die Siegerfotos erzählen besondere Geschichten. Es lohnt sich, auch die anderen Bilder der Ausstellung in Ruhe anzuschauen. Wie zum Beispiel diese Fotoserie, die den modernen Sündenfall darstellt. Drei stark komponierte Bilder zeigen Eva im Paradies. Aber sie greift nicht nach einem Apfel, sie greift nach einem Tablet-PC. Darauf sieht man die Schlange mit dem Apfel. Auf dem zweiten Foto entpuppt sich der Tablet-PC dann als Apple. Im dritten Bild wird Eva aus ihrem Tablet-Paradies vertrieben. Auf dem Tablet sieht man Gott mit erhobenem Zeigefinger. Das ist die Frage, die jedem Betrachter jetzt selbst überlassen ist, ob das eine Kritik an modernen Medien ist, ob es eine Verführung ist und ob es zur Verdammnis führt. Das wollen wir mal dahingestellt sein lassen. Das muss jeder für sich entscheiden. Die Ausstellung läuft noch bis zum 19. Januar. Öffnungszeiten und weitere Informationen gibt's auch im Internet unter www.schlossreit.de.